toller Abend, große Klasse, tolles Team. Und ich war auf relativ vielen Preisverleihungen, muss ich sagen, auf sehr vielen. Die gehört jetzt zu den viel, viel besseren. Danke. Ach, Innovation ist für mich ganz viel. Innovation ist für mich Nummer eins Leben. Weil nur Dinge, die im Wandel sind, können weiterleben. Innovation ist für mich Abenteuer. Es ist ganz wichtig, Innovation immer wieder zu beschreiten, um auch dieses Gefühl ein bisschen des Ungewissen zu haben, weil es dich erdet und es öffnet, finde ich, dieses Think Big Tank, was wir alle uns immer wieder zufügen sollten. Und dieses Abenteuer, nicht zu wissen, wo endet das Ganze, das ist, finde ich, unglaublich aufregend. Und das liebe ich auch am Unternehmertum. Und wir haben so tolles Feedback bekommen. So, ey, wer, wenn nicht ihr? Oder natürlich sollt ihr gewinnen. Wir haben gevotet. Also so etwas zu erleben, ist schon Gänsehaut wert. Super interessant auch zu sehen, was die anderen für Innovationen gebracht haben. Auch einen tollen Vortrag von Judith Williams, der mich persönlich auch nochmal sehr inspiriert hat, weiterzumachen, dran zu bleiben und das Ganze noch größer zu machen. Der Innovator des Jahres ging 2018 in die zweite Runde. Im Wirtschaftsclub Düsseldorf verliehen wir von die deutsche Wirtschaft dieses Mal in 6 Kategorien den Preis an je 3 Unternehmen, die mit ihren Ansätzen und Technologien maßgeblich an einer zukunftsfähigen Wirtschaft beteiligt sind. Mit einer Rekordstimmenanzahl von 10.341 Votings wurden beim Festakt auch die Publikumspreise aus unserer Leserabstimmung bekannt gegeben. Ebenfalls neu für uns und die rund 200 Gäste war in diesem Jahr der Ehrenpreis, den wir an TV-Ikone Judith Williams verleihen durften. Für diejenigen, die nicht dabei sein konnten und diejenigen, die den Abend noch einmal Revue passieren lassen möchten, haben wir ihnen die Highlights des Abends noch einmal zusammengestellt. Den Anfang machte unser Gastgeber, der Gesellschafter des Wirtschaftsclubs Rüdiger Goll sowie der NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart mit einem nachdrücklichen Appell an die deutschen Wirtschaftsakteure. Ich bin wirklich sehr glücklich und auch stolz, dass Sie heute Abend so zahlreich zu dieser Veranstaltung gekommen sind. Ein ganz dickes Kompliment, das ist Ihre Arbeit, das muss man ganz klar sagen. Und kann mich auch sehr gut eben erinnern an die Preisverleihung im letzten Jahr. Als Sie mich darauf ansprachen, dachte ich, schon wieder ein Jahr vergangen, die Zeit ist also wirklich nur verflogen. Ohne Innovation geht gar nichts. Also jeder, der ein Unternehmen kauft oder sich daran beteiligt, kauft die Zukunft. Und ich bin ganz nah bei dem, was Herr Petrautschke eben gerade gesagt hat. In vielen Dingen sind wir hier in Deutschland leider noch tiefe Diaspora. Ich hatte heute Vormittag Verhandlungen mit israelischen Unternehmern. Und was für diese Menschen dort selbstverständlich ist, ist noch lange nicht selbstverständlich bei uns. Also eine Start-up-Szene, da kann Silicon Valley sich warm anziehen, in Tel Aviv und auch in Haifa. Also was dort abgeht, das ist wirklich für uns unbegreiflich. Deswegen, wir müssen uns ordentlich booten. Deswegen ist es auch eine tolle Idee von Ihnen, Herr Oehlmann, einen solchen Preis auszuloben. Man kann das nicht oft genug eben auch predigen. Ohne Innovation läuft nichts. Man braucht klare Visionen nach vorne. Und die sollten auch sehr, sehr kreativ sein. Und das macht es natürlich auch, um dann beim Fachlichen zu bleiben, unter einer Unternehmensbewertung natürlich mitbemerkbar. Herr Oehlmann, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz, ganz lieben Dank für die freundliche Begrüßung, freundliche Aufnahme hier im Wirtschaftsclub. Schön, dass Sie hier in Düsseldorf sind. Ich freue mich sehr, auch Herr Landrat, dass wir hier als Vertreter der öffentlichen Seite bei so vielen Unternehmerinnen und Unternehmern sein dürfen heute Abend. Innovativen Unternehmerinnen und Unternehmen, das steht ja hier im Vordergrund. Heute, die junge Generation, hat viele Möglichkeiten. Sie sind vielleicht auch etwas verwöhnter, als wir es waren, könnte man meinen. Aber sei es drum, sie sind, wie sie sind und sie können auch Anforderungen stellen. Und die Guten sind auch umworben. Also muss es doch in den Unternehmen gelingen, in den Hochschulen, in der beruflichen Bildung, diese jungen Talente ernst zu nehmen, sie für uns zu begeistern und dann auch zum Teil der Innovation im Unternehmen zu machen. Wir haben jetzt Modellkommunen in Nordrhein-Westfalen eingerichtet. Da waren wir in Estland, da haben wir uns angeguckt, wie in Estland die Digitalisierung läuft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit 15 Jahren haben 99% der Esten einen unmittelbaren digitalen Zugang zur öffentlichen Hand. Und ich habe mich selbst versichert, nicht alle Esten sind unter 20. 99%. Mir hat jetzt mal bei einem Start-up-Event hier in Düsseldorf ein junger Start-up-Unternehmer aus den Niederlanden gesagt, ach, ist ja wunderbar hier bei Ihnen, aber wir machen uns Sorgen. Wir machen uns tiefe Sorgen. Gar nicht so um Sie selbst, sondern eigentlich um die Niederlande. Weil Sie sind unser wichtigster Wirtschaftspartner. Und wenn Sie so weitermachen wie bisher, dann werden Sie so schwächeln, dass das auch für uns schwierig wird.
Das muss uns umtreiben, meine Damen und Herren. Und ich denke, das gehört auch heute Abend hierhin. Innovation braucht Köpfe, Innovation braucht Infrastruktur, Innovation braucht Mindset und Rahmenbedingungen für die neue Welt. Und die neue Welt ist schon da. Und deswegen freue ich mich, wenn Sie auch Ihre Stimme erheben und Druck darauf machen, dass die Politik in Deutschland ihre Prioritäten endlich klärt in dieser Frage und dass wir hier Gas geben. Lassen Sie uns Kreidezeit und Kupferzeit überwinden. Lassen Sie uns ankommen in einer neuen Welt, in Ihrem Interesse, im Interesse unseres Landes. Einen schönen Abend, eine schöne Preisverleihung. Dankeschön. Für die, die im letzten Jahr nicht dabei waren und die sich nicht ausführlich damit beschäftigt haben, ganz kurz gesagt. Also, Sie wissen, dass wir das Jahr über halt Beispiele für Innovation, tolle Stories, tolle Unternehmensbeispiele ja verbreiten über unser Unternehmermedium. Und wir haben uns jetzt überlegt, eben im letzten Jahr mit diesem Preis Innovator des Jahres dann nochmal eine weitere Plattform zu schaffen, um solche Ideen vorzustellen. Und in diesem Jahr gibt es, du hast es eben schon gesagt, tatsächlich 6 Kategorien, wo wir 3 dieser Beispiele nominiert haben und zu Innovatoren des Jahres gemacht haben. Und dann haben wir unsere exklusive Leserschar, die 80.000 Unternehmer, die uns mit uns über unseren Newsletter verbunden sind, zur Wahl aufgerufen. Deswegen wird es dann noch einen Publikumspreis pro Kategorie geben. Und es hat in diesem Jahr, haben wir die Schallmauer von 10.000 Votings durchbrochen. Es sind nämlich 10.341 Stimmen, die abgegeben worden sind in diesem Jahr. Also, Frau Schäfer, was machen wir jetzt? Wir gucken Filme. Die Nominierten in der Kategorie Technologie und Produkte. Precision in Aluminium aus Willig am Niederrhein. Als Erfinder des Aluminium-Gussplattenverfahrens hat die Alimex GmbH einen neuen Qualitätsstandard gesetzt. Kern des weltweiten Erfolgs in der stetig wachsenden Welt der Aluminiumanwendungen ist jedoch die anhaltende Innovationskraft des Unternehmens. Dass Grün sich wider alle Unkenrufe rechnet, beweist die Oberhausener VDMG Trading GmbH. Das Tochterunternehmen der Van de Meer Gruppe sorgt mit ihrem fundierten, auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Know-how für bessere Wirtschaftlichkeit, Arbeitsatmosphäre und den energetisch optimierten Footprint. In der Welt der digitalen Transformation, die weltumspannend Geschäftsmodelle und die Arbeitswelt revolutioniert, braucht es Inayo Redline von Optimal Systems, Software, die den benötigten Digital Workplace tatsächlich abbildet und den Anwender für den Sprung in die Digitalisierung sichert. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt haben wir noch den Publikumspreis. Und ich würde sagen, Frau Kompis, walten Sie Ihres Amtes und öffnen Sie das Kuvert. Der Preis geht in diesem Jahr an die Optimal Systems GmbH. Die Nominierten in der Kategorie Beratung. Christine Walker, Gründerin der PLU Unternehmensberatung, optimiert Chefbüros durch die Vermittlung einer frischen Perspektive auf die Entlastungspotenziale im Umfeld von Führungskräften. Das Ergebnis: mehr Qualitätszeit für Manager und ein motivierteres Team. GATC, das German American Trade Center, ist für den deutschen Mittelstand ein proaktiver, mit den Andersartigkeiten der US-amerikanischen Kultur zutiefst vertrauter Begleiter, Erfolgsgeschichten für deutsche Unternehmen mitzuschreiben. Und das seit über 30 Jahren und ungebrochen erfolgreich auch unter Trump. Wachstum ist ein Lebensprinzip, sagt Professor Dr. Guido Quelle, Gründer der Mandat-Management-Beratung. Wer nicht wächst, stirbt.
Sein vorbildhafter Ansatz sucht die Wachstumspotenziale zuerst im Inneren und nicht in den Außenfaktoren der betreuten Unternehmen, um gesundes, profitables Wachstum zu provozieren. Der Gewinner des Publikumspreises in der Kategorie Beratung geht an Mandat Management Beratung. Wir haben uns in den letzten Wochen schon fokussiert, auch unsere Fans und Follower und Klienten zu mobilisieren. Und wir haben so tolles Feedback bekommen. Das kann man wirklich nur jemandem raten, so einen Preis auch zu nutzen, um in Kontakt zu treten mit den Kunden und Klienten, wie wir sie nennen. Innovation ist ein großes Wort. Was heißt das für Sie? Innovation bedeutet nicht nur, etwas leicht zu verbessern. Für uns muss es, unserer Auffassung zufolge, muss es ein größerer Sprung sein. Denn das kleine Verbessern, das mag hilfreich sein, aber Innovation, da muss wirklich etwas passieren. Da muss ein deutlicher Unterschied herbeigeführt werden. Und der muss sich auch im Wachstum zeigen. Also ich fand den Vortrag sehr schön vom Herrn Professor Pinkwart. Und was ich da mitgenommen habe, ist, Bildung ist das A und O, damit die Köpfe funktionieren, weil die Köpfe braucht man für die Innovationen, für die verrückten Ideen, um die Ideen am Markt zu implementieren. Man muss immer besser werden und man muss immer dranbleiben. Insofern spielt es auch bei uns eine wichtige Rolle, die weitere Digitalisierung unserer Produkte. Die Nominierten in der Kategorie Digitalisierung. Digitaler Wandel ist für etablierte Unternehmen mit Tradition ein geradezu beängstigendes Thema. Hier setzt die Münchner Mantro GmbH mit ihren 50 Digital Natives als Sparringspartner an. Hands-on ist dabei die Devise, die zum Teil auch in Risikobeteiligungen der projektierten Geschäftsmodelle mündet. Seit 30 Jahren fokussiert sich die AMS Solution AG als Beratungs- und Softwarehaus, zum Beispiel Sondermaschinen und Anlagenbauern, über ihre AMS ERP maximale Transparenz alle relevanten Projektprozesse verfügbar zu machen und in Echtzeit zu verarbeiten. AMS profiliert sich als europaweit einzigartiger Anbieter. Big Data. Und was mache ich jetzt damit? Als die führende Data Science Beratung in Deutschland hilft die Alexander Tamm GmbH Unternehmen, aus Daten echten Mehrwert zu generieren und in der Digitalisierung zu profitieren. So, und komplett undigital wird der Dr. Wilmes jetzt das Kuvert öffnen für den Publikumspreis. Okay, der Gewinner des Publikumspreises in der Kategorie Digitalisierung ist die Alexander Tamm GmbH. Ja, also wir freuen uns natürlich erstmal riesig über die Auszeichnung. Es ist vor allem auch der erste Award, den wir bekommen haben, wo das Publikum für uns gewählt hat. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Auszeichnung für uns und da freuen wir uns sehr drüber. Also aktuell ist natürlich das Thema künstliche Intelligenz ein Riesenhype, in dem wir eben auch aktiv sind. Hier müssen wir auch wirklich schauen, dass wir Deutschland voranbringen, dass wir eben auch in dem Bereich künstliche Intelligenz uns halt nicht von USA und China abhängen lassen. Und ja, da hoffen wir einfach, dass wir einen Beitrag leisten können, um da auch die Unternehmen in Deutschland mit zu digitalisieren und voranzubringen. Die Nominierten in der Kategorie Marke und Kommunikation. Sie ist seit Jahren die meist ausgezeichnete B2B-Agentur Deutschlands, Reins Klaassen. Die beiden Inhaber Armin Reins und Veronika Klaassen stehen für Corporate Language. Internationalen Corporations wie mittelständischen Unternehmen verleihen sie unverwechselbare Worte, die zur Basis positionierender Markenkommunikation werden. Was nicht präsentiert wird, existiert nicht. 85% der Vorträge und Präsentationen allerdings werden eher als Desaster empfunden. Janine Halene sagt mit ihrer Startup-Agentur Vorzeigehelden diesem Elend erfolgreich den Kampf an. PowerPoint, Prezi oder Keynote werden samt ihren Nutzern, wie der Name schon sagt, zu Vorzeigehelden. Für jedes traditionsgewachsene Unternehmen kommt der Tag, wo der Kern der eigenen Identität in seiner kommunizierten Wirklichkeit den zeitgemäßen Marktgegebenheiten angepasst werden muss. Ein komplexes und herausforderndes Unterfangen, das die CHT-Gruppe als Global Player mit seiner neuen Corporate Identity vorbildgebend gemeistert hat. Der Gewinner des Publikumspreises in der Kategorie Marke und Kommunikation ist die Rhein-Klaasens GmbH und KKG.
Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und ich persönlich habe gedacht, das mit den PowerPoint-Präsentationen, das muss gewinnen. Ich habe meiner Sekretärin heute Morgen gesagt, ich will das haben. Das will ich haben. Deswegen war für mich ganz klar, das gewinnt auch. Umso überraschender, dass wir es gewonnen haben, umso mehr freue ich mich. Unser Ansatzpunkt ist einfach zu sagen, 50% des Markenerlebnisses ist Sprache. Lass die Sprache zu deinem Markenkennzeichen werden. Und wir versuchen heute Unternehmen dazu zu bringen, zu sagen, finde das so, dass du dich unterhältst mit deinem Kunden. Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, Sprache kann begeistern. Wenn man einmal mal Goethe liest, mal wieder, wie begeistern der kann. Es ist vielen Menschen heute und vielen Unternehmen einmal verloren gegangen, mit Sprache zu begeistern. Ich bin sehr dankbar meinen Kollegen, dass die auch an dieses Thema geglaubt haben, dass sie es auch mitgemacht haben. Und ja, ich sehe da einfach großes Potenzial noch für die Zukunft. Und es ist schon schön, diese Start-up-Mentalität einfach nochmal zu erleben. Also ich glaube, wir haben sehr viele Anfragen, ohne dass wir das Thema jemals beworben haben, weiterentwickeln müssen, was ich auch sehr gut finde. Ich glaube, wir werden auch darüber nachdenken, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, vielleicht eine eigene Softwarelösung zu bieten. Da hoffe ich halt eben, dass wir dann damit auch weiterhin erfolgreich sind. Die Nominierten in der Kategorie Arbeitswelten. Mobile Arbeit und das Homeoffice sind an vielen Stellen selbstverständlich geworden. Cafés oder Coworking Spaces sind dabei, Normalität zu werden. Microsoft Deutschland lebt in seiner Münchner Firmenzentrale vor, wie die Digitalisierung einen positiven Einfluss auf den Work-Life-Flow hat. Das international tätige Beratungs- und Planungsunternehmen Carpus & Partner AG mit Hauptsitz in Aachen entwickelt Räume, in denen Menschen begeistert zusammenarbeiten und zu exzellenten Wissensproduzenten werden. In Zeiten des Fachkräftemangels ist zunehmend der Arbeitgeber gefragt, sich dem Bewerbermarkt zu präsentieren. Die Zeiten Arbeitgeber gleich Türsteher und Arbeitssuchender gleich Bittsteller sind vorbei. Der Personaldienstleister Tempton setzt zukunftsfähige Matching-Technologien ein, um in beiden Richtungen die passende Personalkonstellation zu finden. Der Gewinner ist Tempton Holding GmbH. Herzlichen Glückwunsch! Die Nominierten in der Kategorie öffentliche Hand und Standorte. In einem Mammutakt von nur 11 Monaten setzte das Team Berchtesgadener Land Wirtschaftsservice der neuen Wirtschaftsmarke Berchtesgadener Land Meilensteine, die aus einer touristenbetonten Alpenregion die Vorzüge des Wirtschaftsstandortes in den Fokus führt. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rheinkreises Neuss hat zusammen mit dem Technologiezentrum Glehen ein innovatives, digital gestütztes Konzept für die personalsuchenden Unternehmen und Jobsuchende entwickelt. Mit der sogenannten Blitzbewerbung ist der Standortimpuls der Zeit angekommen. Eine Region auf dem Weg in die Digitalisierung. Mit Münsterland Digital wächst die Startup-Szene in Münster und im Münsterland signifikant. Münsterland Digital begeistert die Unternehmen für die Digitalisierung. Münsterland Digital bietet Struktur und Übersicht im Dschungel der Digitalisierung. Münsterland Digital macht einfach Spaß. Sie müssen wissen, als Minister machen Sie nichts mehr selbstständig. Ne? Spaß beiseite. Stimmt nicht. Gewinner des Publikumspreises der Kategorie Öffentliche Hand und Standorte, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rheinkreis Neu Technologiezentrum. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben von dem Event? Ich finde, dass man merkt, dass die Wirtschaft und der Mittelstand auf dem Weg ist. Und die öffentliche Hand mittlerweile auch. Also man merkt, dass ganz viel Bewegung da ist und auch notwendige Bereitschaft, sich auf den Weg zu machen, etwas über den Tellerrand hinauszudenken. Wir haben einen kleinen Imagefilm gemacht, hatten lange gegrübelt, haben uns dann entschlossen, nicht so einen Klassiker zu machen,
so ein Imagefilm einer Region, die man 500 Mal austauschen könnte mit einem anderen Namen drunter, sondern haben die Leute reden lassen bei uns, nämlich um die es geht, die Fachkräfte, die bei uns arbeiten. Haben dann eine Kampagne aufgebaut auf Facebook und Instagram. 104.000 Mal wurde der Film angeschaut, also war schon toll, wie das eingeschlagen ist, das war schon spannend. Meine Damen und Herren, wenn ich richtig liege, kommen wir jetzt zu einer Innovation beim Innovationspreis. Wir kommen zu einem Ehrenpreis, den wir uns überlegt haben. Sie haben mit Ihrer unternehmerischen Arbeit erreicht, was für unternehmerischen Erfolg und unternehmerischen Geist und die Kontinuität der Sicherung der Existenz eines Unternehmens unerlässlich ist. Kundenvertrauen. In Ihrer Funktion als Investorin in der TV-Startup-Show haben Sie, liebe Frau Williams, Ihre Popularität dazu eingesetzt, den heute so dringend benötigten Unternehmergeist und Gründermut in breiten Bevölkerungsschichten zu wecken. Mein herzlicher Glückwunsch zu dieser renommierten Auszeichnung. Also an allererster Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken für diesen außergewöhnlichen Preis. Also das ist eine große Ehre für mich. Vor vielen Jahren hat mein Vater hier am Opernhaus, hier an der Deutschen Oper am Rhein, hier gesungen in Düsseldorf. Das war meine erste Begegnung mit Düsseldorf. Aber wenn Sie mich damals gefragt hätten, ja, würde ich hier jemals einen Wirtschaftspreis bekommen, dann hätte ich sicherlich mit dem Kopf geschüttelt, weil ich damals komplett der Kunst und dem Gesang verschrieben war. Aber manchmal gibt es im Leben auch eine sogenannte Disruption, eine Digital Disruption oder eine stimmliche Disruption. Und ich musste ja eine neue Leidenschaft finden. Und die neue Leidenschaft war für mich dann wirklich Unternehmerin zu sein. Und seit dem Tag ist mein Leben wirklich das Aufregendste, nicht einen Tag Langeweile. Und ich glaube, ich spreche da für alle Unternehmer, die wissen, was Unternehmertum bedeutet. Ich hätte nie gedacht, dass Tanzen und Business so viel gemeinsam hat. Weil beim Tanzen geht es nur, wenn man sein emotionales Zentrum hier aktiviert, sich leiten, sich führen lässt und mit all seinen Synapsen offen ist auf alles, was um einen herum ist und vor allem auf seinen Partner. Und das finde ich im Unternehmertum eigentlich auch. Und es ist eine tolle, tolle Abenteuerreise, vor allem in der Zeit, wo sich so viel ändert in dem Markt, wo wir sagen, okay, morgen wachen wir auf und die Welt sieht anders aus. Ja, das wird so sein und Gott sei Dank wissen wir es heute schon und können unser emotionales Zentrum so weit aufmachen, dass wir sagen, wir empfangen es in einer richtig positiven, tollen Energie, die es uns ermöglicht, uns besser anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Mit diesen mutvollen Schlussworten entließ Ehrenpreisgewinnerin Judith Williams die Gäste und Innovatoren in einen stimmungsvollen Ausklang des Abends. Nach dem Innovator ist vor dem Innovator. In diesem Sinne schauen auch wir im DDW-Team schon gespannt auf den Innovator des Jahres 2019.